Ich bin gespannt, dauert wieder 12 Minuten, das werden wir schon noch irgendwie verkraften. Gaming. Let's go! Viele der ärmsten, konfliktreichesten und krisengebeutelsten Staaten der Welt verbindet exakt eine Sache. Sie werden alle von einem einzigen allmächtigen Diktator angeführt. Diese Diktatoren nutzen ihre Macht leider oft auch nicht für das Wohl ihres Volkes. Ganz im Gegenteil, viele verprassen die ganzen Staatseinnahmen ihrer Länder nur für sich selber. Ja, ich muss dazu auch gleich einmal zum Beginn sagen, es ist halt einfach traurig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau. Ich schaue jetzt ganz kurz, das würde mich nur schnell interessieren. Dass wir überhaupt im Jahr 2024 noch immer doch sehr viele Diktatoren auf dieser Welt haben. Aber ich werde jetzt kurz, bevor ich da jetzt mit Unwissenheit glänze, schauen, wie viele das es gibt. Also laut dem sind noch immer 20 Länder auf dieser Welt unter einer Diktatur. Abartig. Noch immer 20 Länder im Jahr 2024. Die meisten eher kleinere und nicht gar so bedeutende, das soll jetzt nicht abwertend sein, aber ja. Aber ja, schauen wir weiter. China zum Beispiel, ganz wild. Und gönnen sich dafür völlig absurden Luxus. Die Dinge, die wir euch heute zeigen. Naja, wenn du die kompletten Einnahmen und Steuerabgaben eines Landes als einzelner Mensch verfügen kannst, dann verfällt man schon leicht in Euphorie und macht Sachen, die was vielleicht nicht nachvollziehbar sind. Also ich glaube, es wird nicht einen Diktator geben, der was in einer Holzhütte irgendwo im Wald oben wohnt und einen Kachelofen zum Harzen hernimmt, wenn er das komplette Staatsvermögen verprassen könnte. Machen euch garantiert sprachlos, denn manche Diktatoren haben scheinbar völlig den Bezug zur Realität verloren. Was heißt manche? So ziemlich jeder Diktator hat den Bezug zur Realität verloren. Weil eine Diktatur setzt schon mal voraus, dass das Volk in diesem Land nichts zu melden hat und dass du alleiniger Herrscher bist. Und das im Jahr 2024 noch immer zu wollen, setzt schon mal voraus, dass du nicht alle Schindeln am Dach hast. Diktatoren wie etwa König Muswati der Dritte. König Muswati, der schon seit 1986 über den Afrika. Boah, hat wahrscheinlich auch eine Luxuskarre, Alter, um 2 Mille, aber kein Leiberl. Philipp! Das kommt dein Bruder sein von der Statur her. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass noch einer einen Killer schickt. Aber ist halt wahrscheinlich in dem Land so ein traditionelles Gewand. Afrikanischen Staat Eswatini herrscht, ist eines der besten Beispiele. Eswatini, kennt man ja. War ich erst vorige Woche einmal, Wochenendtrip. Bah, tut das geil. Eswatini, meine. Unbedingt einmal hinschauen, bitte. Urlaubsziel. Wer kennt's nicht, Alter? Alter, wenn mir jetzt irgendwer einen Chat sagt, er kennt's nicht, den gehört sowieso auf verkehrte Haut. Eswatini, bitte. Für absolute Geldverschwendung. Denn obwohl 70% seines Volkes in bitterster Armut lebt. Ja, er wird nicht sehr viel Geld für die Infrastruktur ausgeben, wenn man uns so die Bilder anschaut. Vorausgesetzt, die Bilder handeln jetzt genau wirklich von dem Land. Das weiß ich jetzt nicht. Und etwa ein Viertel der Bürger haben. Ja, Kinderarbeit, ne? Man kennt's. Sogar auf Lebensmittelspenden aus dem Ausland angewiesen ist. Nur um zu überleben, wirft der Diktator die Steuereinnahmen von Eswatini mit vollen Händen aus dem Fenster raus. Ich verstehe so. Jetzt ganz kurz einmal. Leute, jetzt ganz kurz einmal. Und das tue ich jetzt nicht. Ich bin für Menschenrechte. Ich finde, jeder Mensch soll die Freiheit besitzen, aus seinem Leben zu machen, was er will. Ihr versteht's mich. Ich möchte niemandem seine Rechte absprechen. Ich verstehe aber nicht, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wie ein Land, eine Bevölkerung eines Landes so etwas dulden kann. Versteht ihr, was ich meine? Dort leben ja sicher auch ein paar Millionen Menschen. Und die sind von Lebensmittelunterstützung außerhalb des Landes angewiesen, leben im ärgsten Dreck. Infrastruktur ist ein Fremdwort. Wahrscheinlich scheißen nur aus dem Fenster aus, weil es keine WCs gibt. Und sehen, wie einer Diktator das komplette Vermögen für Luxus verprasst. Wie kann da eine komplette Bevölkerung eines Landes dabei zusehen, ohne dass was verändert wird? Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas wirklich nicht. Das ist einfach nur traurig. So kauft er sich jedes Jahr einen neuen. Und jetzt, wie gesagt, ich sage noch einmal, um das Thema noch einmal kurz abschließend zu behandeln. Ich will damit nicht sagen, dass ich zwar einerseits nicht ganz verstehe, warum wir, vor allem die EU und so, Gelder in solche Länder schicken, damit dort die Grundbedürfnisse erfüllt werden, obwohl der einer Herrscher die ganze Kohle für nichts aus sie prasst. Dafür können die Menschen, die einzelnen Menschen nichts.
Aber ich verstehe nicht, wie dieser Diktator weiterhin das Land regieren kann. Heute überlebt nur dann, wenn der Diktator brutal sind und gut Beziehungen zum Ausland haben. Alter, den verwehre ich ja jeglichen Handel. Neue deutsche Luxuslimousine, wie einen 7er BMW oder einen Mercedes. Schau her, jetzt noch ganz kurz, Maxl, ganz kurz, weil du sagst, wenn sie was sagen, werden sie ausgelöscht. Natürlich, wenn ein Einzelner jetzt da vor das Parlament geht, mit einem Plakat, wo er umsteht, stürzt den Diktator, dann kriegt er die Stahlmantelvergiftung. Ist völlig logisch. Aber wenn eine komplette Bevölkerung von Hunderttausenden auf die Straßen geht, was will er da? Will er sein eigenes Land auslöschen? Das wird ja wohl kein, da wird ja wohl keine NATO oder sonstige mittelständige oder reichen Länder der Welt zuschauen, wie ein Diktator sein an seinem eigenen Volk ausübt, nur weil die nicht mehr damit einverstanden sind, wie er das Land regiert. Warum gibt es dort keinen Bürgerkrieg? Also, das hört sich jetzt komplett falsch an. Bitte, Gorsche, ich bin sowieso komplett gegen Krieg. Also, bitte, jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich verstehe nicht, warum sie das die Bevölkerung so gefallen lässt. Wir schicken Unterstützungsgelder in solche Länder in Millionenhöhen, anstatt dass wir das Problem an der Wurzel anpacken. Aber naja. Maybach und seiner Geliebten schenkte er einmal sogar gleich 15 Rolls Royce. Und dann siehst du solche Videos wie sie da. Der grinst sich da ans Over, hat da 15 Rolls-Royce-Steine und 3 Kilometer weiter fressen die Kinder im Dreck von der Straße over. Das ist doch echt... Muss man das in der heutigen Zeit noch in irgendeiner Art und Weise verstehen, wie es sowas geben kann? Phantom. Die Autos sind aber fast schon günstig im Vergleich zu dem Privatjet, das Moswati für umgerechnet über 50 Millionen Euro erwarb. Auch seine insgesamt 14 Ehefrauen und 35 Kinder profitieren vom Geld des Volkes. Denn König Moswati ließ alleine für sie 10 neue riesige Paläste bauen. Am wohl absurdesten ist aber mit weitem Abstand das jährliche sogenannte Umlanga-Festival. Bei diesem pompösen mehrtägigen Ritual lässt der Herrscher nämlich jedes Mal etwa 30.000 junge Frauen aus dem ganzen Land anreisen. Diese müssen sich dort zunächst einem Jungfräulichkeitstest unterziehen und singen und tanzen dann anschließend unbekleidet für den König. Moswati III. Sucht sich jedes Jahr 365 von diesen Frauen aus, die ihm besonders gut gefallen. Genau 365 Frauen übrigens, damit der Diktator jeden Tag immer eine neue Frau treffen kann. Ich sehe sowas und denke mir, das passiert jetzt, in diesem Augenblick, an anderen Teil der Welt, passiert genau das. Das sind keine Geschichtenerzählungen aus dem 16. Jahrhundert, das passiert heute. Da kannst du dir ja nur am Kopf greifen. Schaut euch den Palast an. Und 10 Kilometer weiter müssen die Kinder im Dreck schlafen. Das ist nicht normal. Denn all diese 365 Frauen dürfen nach der Feier, nämlich auf Staatskosten, genau ein Jahr lang in den Königspalast einziehen, bis der Diktator dann eine der Frauen auswählt und diese zu einer seiner Ehefrauen macht. Kommen wir nun nach Europa, denn auch hier... Kurz einmal jetzt der Themawechsel. Wenn der da 365 Tage, also das ganze Jahr über, jeden Tag ein anderer ins Bett holt, dann hast du dort ja schon verloren, wenn du unter die ersten 100 warst, weil die hat er ja schon längst wieder vergessen, damit du unter die enge Auswahl seiner zukünftigen 15. Frau fallst. Da kannst du nur hoffen, dass du unter die letzten 50 bist, weil sonst hat er die ja schon wieder vergessen. Da gibt es größenwahnsinnige Diktatoren, etwa in Weißrussland. Dort ist Alexander Lukaschenko schon... Ah ja, Belarus ist ja auch noch immer Diktatur, gell? ...seit über 30 Jahren an der Macht und geht dabei nicht gerade verantwortungsvoll mit dem Geld seines Landes um. Schon nach seinen ersten 10 Jahren an der Macht hat er über 9 Milliarden Euro Steuereinnahmen auf sein eigenes Konto umgeleitet. Dieses Riesenvermögen legt der Diktator aber nicht nur an, er verprasst vieles davon auch auf spektakuläre Weise. Unter anderem kauft er sich dafür regelmäßig teure Luxusautos, darunter übrigens ein explosionsgeschützter Mercedes-Maybach Pullman Guard, der alleine schon 1,4 Millionen... Ich meine, das ist ein Diktator. Ein Auto braucht, das was natürlich schusssicher ist, ist ja irgendwo logisch. Millionen Euro kostet oder auch... Warte mal ganz kurz, den Betrag habe ich jetzt nicht ganz gehört. Wie viel kostet der Schlitten? Ich meine gut, warum es ein Maybach sein muss, gehen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Geschützter Mercedes-Maybach Pullman Guard, der alleine schon 1,4 Millionen Euro kostet oder...
Da werden sich aber unsere Freunde in den Mercedes-Werken oder in den Vorständen von Mercedes ein bisschen die Handel gerieben haben, wie sie für unseren Diktator in Belarus ein Auto bauen haben dürfen. Ehrlich, meine Meinung, Mercedes sitzt ja eigentlich der Hauptsitz in Deutschland und ist eine Demokratie. Und da merkst du halt wieder, dass auch unsere Länder geldgeil sind. Also die Menschen in unseren Ländern. Den verkaufe ich kein Auto. Der kann da 10-mal aufrufen um so ein Auto. Der kann mir da 3 Mille hinlegen. Den verkaufe ich kein Auto. Aber gut, wer bin ich, um das zu beurteilen? Oder auch Armbanduhren von Patek Philippe für 6-stellige Beträge. Aber das ist noch längst nicht alles. Lukaschenko ist regelrecht besessen von purem Luxus. Er besitzt Weißrusslands teuerstes Wohnhaus. Eine 150 Millionen Euro teure Villa, die eigentlich... Das Traurige ist, Alter, das... Naja, Weißrussland, kehrt es nicht eigentlich fast noch zur EU? Also nicht zur EU, zu Europa? Oder ist es Asien? Weil ein kleiner Teil von der Türkei gehört ja auch zu Europa. Die kommen, also ich glaube, wie viel sind es? 5 oder 8% von der Türkei sind ja offiziell auf europäischem Land, ne? Ist Europa. Ist das nicht übertraurig, dass es sogar in Europa noch sowas gibt? Ist das nicht wirklich... Nein. Ich sogar mal ein ganzes Hotel war, das Lukaschenko schließen ließ und sich dann jedes Zimmer für einen anderen Zweck umbaute neben... Und das dann auch noch so zur Schau stellen, weil das Videomaterial muss er ja irgendwo her haben. Wie kann man sich sowas trauen? Ich meine, dass Politiker bei uns alle gut verdienen, ist das eine, gell? Aber sowas kann sich keiner von unseren Politikern leisten. Diesem Anwesen besitzt er noch 17 weitere Luxusvillen. Braucht man ja. Alle verteilt im ganzen Land und alle mit dem Zweck, seinen genauen Aufenthaltsort zu verschleiern. Seine verrückteste Anschaffung ist allerdings etwas ganz anderes. Und zwar hat... Natürlich ist er stolz drauf. Und wisst ihr, was das Traurigste? Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne nicht die Hintergrundgeschichte. Ist der Lukaschenko aus Geburtsrecht her der Diktator vor dem Land? Ich vermute mal. Ich gehe mal davon aus. Und sollte das so sein, vorausgesetzt, es ist so. Verstehe nicht, wie er darauf stolz sein kann, weil er hat ja nichts dafür geleistet, außer dass er die Steuergelder... Nee, wie ist er dann zu dem Diktator geworden? Nee, das wäre eine Monarchie. Aber wie wird man dann zu einem Diktator von einem Land? Ich meine, wie es damals mit Adolf war, das wissen wir alle. Aber wie ist das bei ihm passiert? Auf jeden Fall hat er nicht viel tun müssen dafür, dass er jetzt das Geld vom Land verprassen kann. Hat sich Lukaschenko eine eigene Eishockeymannschaft gekauft, die mit internationalen Profispielern besetzt ist. Das mag vielleicht für einen Milliardär noch gar nicht so ungewöhnlich klingen. Doch Lukaschenko ist nicht der Manager oder reine Besitzer des Clubs. Der ganze Club existiert eigentlich nur, damit Lukaschenko selber in dem Eishockey-Team mitspielen kann. Obwohl er schon 70 Jahre alt ist, hat er die Mannschaft erstellt, um behaupten zu können. Ich traue mich wetten, dass sich keiner der anwesenden Spieler auch nur ansatzweise in die Nähe vor ihm traut, um ihm zu tackeln. Also den Diktator des Landes zu tackeln ist eigentlich genauso wie ein Suizid. Da kannst du genauso gut vor einem 8-stöckigen Gebäude vom Dohovi schmeißen. Können. Er wäre selber ein aktiver und begnadeter Eishockey-Profi. Immer wieder trainiert er mit der Mannschaft und ist auch bei offiziellen Spielen dabei. Jedes Mal, wenn er dann an den Puck kommt, werden die Zuschauer dazu aufgerufen, wild zu jubeln. Auch Kritik an seinen Eishockey-Fähigkeiten sollen unter Strafe stehen. Bleiben wir in Osteuropa und kommen in die Ukraine, zu Viktor Janukowitsch, der einige Jahre vor Präsident Zelensky an der Macht war. Wohl nie zuvor in der Geschichte der Ukraine hat sich ein Politiker so sehr persönlich am Start bereichert wie Janukowitsch. So gelang es dem korrupten Präsidenten nach Schätzungen bis zu 70 Milliarden Euro von Staatsgeldern in sein Privateigentum zu überführen. Von dem gestohlenen Geld ließ sich Janukowitsch dann ein 140 Hektar großes Luxusanwesen errichten, was selbst für Diktatoren vollkommen absurd ist. Unter anderem gab es hier neben prächtigen Wohngebäuden und weitläufigen Parkanlagen auch einen eigenen Zoo, ein Jagdgebiet und sogar einen eigenen Yachthafen. Auch ein Boxring und unzählige wertvolle Kunstwerke gehörten zur Ausstattung. Das Absurde ist, dass die meisten Ukrainer dachten, Janukowitsch führe ein ganz einfaches Leben und, ja, genau. Und würde nur eine normale Wohnung beziehen. Doch als er schließlich gestürzt wurde und ins Exil fliehen musste, entdeckten Demonstranten... Dort hat's funktioniert. Dass er gestürzt wurde, der Diktator.
seinen üppigen Palast und waren so geschockt vom exorbitanten Luxus des Anwesens, dass sie daraufhin etwas Kurioses taten. Statt das Haus einfach abzureißen, machten sie aus der Anlage das sogenannte Museum der Korruption. Jeder kann sich jetzt genau ansehen, wofür das Geld des Volkes jahrelang dreist verprasst wurde. Selbst der aktuelle Präsident Volodymyr Zelensky machte sich in seiner Comedy-Serie Diener des Volkes über das Ausmaß der Korruption unter Janukowitsch lustig und zeigte dort auch die extravagante Villa des Ex-Präsidenten. Wenn man von Diktatoren spricht, dann ist vor allem sein Name vielen Menschen sofort im Kopf. Und zwar Saddam Hussein. Hussein war bis zu seinem Sturz 2003 Alleinherrscher des Iraks und allgemein dafür bekannt, ein protziges Luxusleben zu führen. So ließ er sich nicht nur von Künstlern als König Nebukadnezar darstellen, also den König des ehemaligen Großreiches Babylon, er ging noch einen Schritt weiter. Er wollte Babylon, eine der sagenumwobensten Städte der Antike, gib dir recht, das mit dem Palast in der Ukraine war eine gute Idee, vollständig nachbauen lassen. In diesem neuen Babylon, da werden wir halt wieder, das ist das Typische, das ist wie es damals auch beim Adolf war, solche Menschen mit zu viel Macht verlieren den Bezug zur Realität. Und das ist schon wieder das beste Beispiel dran. Noch einmal für alle, ich habe jetzt selber nicht ganz aufgepasst. Der Mensch hat Babylon nachbauen oder wollte Babylon nachbauen. Manche wären einfach nur größenwahnsinnig. Also den König des ehemaligen Großreiches Babylon, er ging noch einen Schritt weiter. Er wollte Babylon, eine der sagenumwobensten Städte der Antike, vollständig nachbauen lassen. In diesem neuen Babylon wollte er dann aus einem Palast mit 600 Zimmern heraus herrschen. Tatsächlich begannen auch die Bauarbeiten des möglicherweise größten Bauprojektes der Menschheitsgeschichte, doch diese wurden allerdings nach seinem Sturz im Jahr 2003 gestoppt. Wie größenwahnsinnig. Das hätte er ja gar nicht überlebt. So ein Projekt baust du nicht in 10 Jahren. Sinnig Saddam Hussein war, bewies auch die Tatsache, dass er viele Millionen Dollar dafür ausgab, dass riesige Statuen von ihm und seinen Familienmitgliedern errichtet wurden. Die wohl bekannteste Statue war ganze 12 Meter hoch und komplett größenwahnsinnig halt einfach. Wirklich, der glaubt die Welt gehört einer. Stand in Bagdad, bis sie dann von den Amerikanern im Jahr 2003 vor laufender Kamera umgestürzt wurde. Saddam Husseins Sohn Uday Hussein war übrigens ebenfalls gut darin, das Geld seines Volkes für absurde Dinge zu verschwenden. Und das, obwohl er nicht einmal wirklich an der Macht war. Uday hatte eine sadistische Ader und liebte es, Menschen beim Leiden zu beobachten. Während sein Vater Herrscher des Iraks war, hatte Uday nur die Position des Leiters des Olympischen Komitees. Doch selbst diese geringe Machtposition nutzte Uday aus, um verstörende Dinge zu tun. Nach jedem verlorenen Fußballspiel der Nationalmannschaft des Landes lud er einige Spieler zu sich in seinen Palast ein. Dort hatte er extra Räume, die nur dazu dienten, Menschen zu foltern. Das ist auch nicht schlecht, um die Teammoral ein wenig aufrecht zu erhalten, oder? Leute, ihr wisst, wenn ihr das Match heute verliert, verliert sie ja 13 und 2 Zechen. Und genau in diesen Räumen bestrafte er dann regelmäßig Fußballspieler auf grausamste Weise durch einen eigenen Das einzige Land auf der Welt, wo man nicht in die Nationalmannschaft eintreten möchte. Strafkatalog war genau festgelegt, was etwa eine gelbe Karte oder ein Eigentor für Quälereien zur Folge hatte. Doch das Krankeste waren jedoch Uday Husseins opulente Partys, für die er Millionen an Steuergeldern ausgab. Bei diesen zerschoss er nämlich nicht nur zum Spaß teure Einrichtungsgegenstände, sondern hatte sich extra für die Feiern Nebenräume zum Foltern der Gäste angelegt. Wer seiner Meinung nach beispielsweise nicht genug Alkohol auf den Partys trank, wurde in einen der Räume gebracht und dort mit eigens entworfenen Werkzeugen misshandelt. Genau wie sein Vater wurde Uday allerdings 2003 von der US-Armee eliminiert. Neben Saddam Hussein gilt auch Kim Jong-un als Ich bin natürlich in jeglichster Form gegen Todesstrafe, Mord etc. Aber ja. Mehr sage ich jetzt nicht. Paradebeispiel für einen tyrannischen Diktator. Der nordkoreanische Alleinherrscher gibt nicht nur einen Bruchteil der Staatseinnahmen für sich aus, sondern unfassbare 20% des ganzen Bruttoinlandsprodukts. So gönnt er sich unter anderem Luxusjachten und eine ganze Sammlung der edelsten Automodelle aus dem Ausland. Auch wenn Kim Jong-un den Westen oft verteufelt, lieben er und seine Familie westliche Produkte. Seine Tochter trägt zum Beispiel regelmäßig edle Kleidung von Dior
Dior oder Chanel. Und Kim selber soll sogar als Kind schon mit falscher Identität... Wundert mich jetzt nicht, weil im eigenen Land wird so gut wie nichts hergestellt, das was irgendwie auf Luxus hinweist, ne? ...im Disneyland in Florida Urlaub gemacht haben. Doch da Kim Jong-un heutzutage wohl recht schwer getarnt in den Westen reisen könnte, tätigte er einen der vermutlich extravagantesten Käufe eines Diktators überhaupt. Statt im Ausland Urlaub zu machen, ließ Kim Jong-un einfach einen eigenen Urlaubsort in Nordkorea errichten, nur für sich und für seine Familie. Genauer gesagt, einen Nobel-Skiort in den Bergen Nordkoreas, den unzählige Zwangsarbeiter bei Minustemperaturen bauen mussten und bei dessen Bau es einem Bericht zufolge auch zu mehreren Todesfällen kam. Der Ort bietet alle Annehmlichkeiten, über die auch internationale Skigebiete wie etwa St. Moritz verfügen, nur dass dieses halt vor allem nur für eine einzige Person errichtet wurde. Der Diktator behauptet zwar, dass das Skiresort für jedermann geöffnet ist, allerdings ist es dem normalen Volk nicht wirklich möglich, dorthin zu gelangen. Viele der Zugangsstraßen werden streng kontrolliert und die Hotelpreise sind extra so hoch angesetzt, dass es sich kein Nordkoreaner leisten könnte, dort Urlaub zu machen. Zum Schluss kommen wir nun noch zu einem Fall von dreister Geldverschwendung, der selbst in diesem Video noch als besonders kurios hervorsticht. Der ehemalige Präsident von Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, habe ich auch noch nie gehört, das Land Turkmenistan, kennst du das? Kaufst du dort deine ganzen Autos? Wollte etwas bauen, was man so wohl nur aus Märchen kennt. Und zwar einen echten Eispalast. Dieser sollte so groß werden, dass er Platz für 1000 Gäste bietet. Und er sollte niemals schmelzen. Auf dem Dach des Palastes sollte es auch noch ein gigantisches Aquarium mit tropischen Fischen geben. Dem Volk gegenüber präsentierte der Diktator das Vorhaben als tolles Vorzeigeprojekt für sein Land, in dem Kinder dann auch Schlittschuh laufen lernen können. Doch das Verrückteste an dem ganzen Projekt haben wir noch gar nicht verraten, denn der Aber da denke ich mir jetzt ganz ehrlich, jetzt schaue ich mir den Mauer an und frage mich, warum will der einen Eispalast? Hat der zu viel Eiskönigin geschaut? Schaut der Mauer für euch aus wie ein Mann, der sich nichts anderes wünscht, als wie ein Eispalast? Also jetzt ehrlich, mein Opa hat viel Wollen, gell? Aber ein Eispalast sicher nicht. Haben wir noch gar nicht verraten, denn der Palast sollte nicht in einer Schneelandschaft gebaut werden, diese gibt es nämlich in Turkmenistan auch gar nicht. Stattdessen sollte der Eispalast in einer Wüste errichtet werden. Gott sei Dank sind das Wahnvorstellungen gewesen, weil was für Milliarden von Kosten da jährlich entstehen müssten, um sowas überhaupt... Darf ich nicht schmerzen, das Tal? In einer Wüste, in der es bis zu 50 Grad heiß... Da bist du im Eispalast und die Kamel laufen vorne vorbei, oder was? Ja, weh, das... Noch einmal, da waren wir wieder beim Thema Größenwahn von Diktatoren oder Menschen, die zu viel Macht besitzen. Es werden kann. Dafür wurden über 300 Kühlanlagen verbaut. Letztendlich scheiterte das Projekt aber, da die Wüste einfach viel zu heiß war. Kurioserweise traute sich damals keiner der Bauleiter, dem Diktator vom Scheitern des Projektes zu berichten. Und es wurde stattdessen einfach kurzerhand ein ganz kleiner Eispalast nahe der Hauptstadt gebaut, der bis heute existiert und auch besichtigt werden kann. Seht euch nun auch gern uns... Wenn man halt einfach nicht weiß, wohin mit dem Geld, ne? Dann können wir Eispalast in der Wüste bauen. Das ist, hallo? Na bitte, versteht's ja? Geht nicht, gibt's nicht. Geht schwer, gibt's. Hands up, then we gonna drop. Drop.